Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ein Wiederholungstäter, was mich natürlich besonders freut, nämlich mit dem ich schon vor anderthalb Jahren ein Interview geführt habe, seinerzeit tatsächlich aber noch im Schriftwechsel, heute das Ganze per Audio beziehungsweise Video. Ja, und mittlerweile, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hat sich ja einiges getan und ja, somit können wir das Gespräch von der damaligen Zeit weiter fortsetzen zum Thema Crowdinvesting und Startup-Finanzierung. Und damit hallo nach Dresden und herzlich willkommen, Johannes Ranscht. Vielen Dank, Luis. Hallo auch in die Runde. Sehr gerne. Ja, für diejenigen, die das Interview jetzt vor anderthalb Jahren, das war im Mai 2019 zum Nachlesen bei mir auf dem Blog, jetzt nicht nachverfolgt haben, mag ich nochmal kurz vorstellen. Genau, mein Name ist Johannes Ranscht. Ich bin der Geschäftsführer der OneCrowd. Die OneCrowd betreibt unter dem Namen Seedmatch unter anderem ein Portal zur Finanzierung von oder zur Crowdfinanzierung von Unternehmen, von Wachstumsunternehmen und von Startups. Und ich oder Seedmatch wurde 2011 gegründet, ist momentan einer der Marktführer in Deutschland für Unternehmensfinanzierung. Und neben Seedmatch haben wir noch zwei weitere Plattformen, eine Plattform für Immobilienfinanzierung und eine weitere Plattform für die Finanzierung von nachhaltigen Projekten. Mhm. Und ich vermute mal, allein durch die Präsenz der Höhle der Löwen im Fernsehen ist die Wachstums-, also Start-up-Finanzierung dann doch am nachgefragtesten, oder? Auf jeden Fall. Also das ist auch die erste Plattform, mit der wir gestartet sind. Wie gesagt, 2011. 2013 kam dann Econeers, die nachhaltige Plattform, und 2015 die Immobilienplattform. Und wir merken, dass die Leute sich mehr und mehr für Gründungen interessieren. Das heißt, nicht nur Gründungen selber gründen, sondern auch Gründungen, dass sie bei jungen Unternehmen investieren möchten, teilweise auch größere Summen, teilweise auch Business Angel. Und wir merken das auch bei unserer Crowd, dass die sukzessive wächst. Mittlerweile haben wir knapp 85.000 Nutzer, die bei uns auf der Plattform angemeldet sind. Von denen investiert dann auch jeder oder gibt es auch manche, die einfach so passiv so mitlaufen oder sich mal angemeldet haben und dann vergessen haben? Also es gibt viele, die sich angemeldet haben und die aber regelmäßig Newsletter empfangen, den auch lesen. Das sehen wir an den relativ hohen Öffnungsraten. Mhm. Manche brauchen einfach Zeit, um überzeugt zu werden. Manche gehen da auch rein, weil sie in ein bestimmtes Unternehmen sozusagen investieren möchten, weil sie das irgendwo gesehen haben. Aber von den 85.000 sind, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht, aber es sind, glaube ich, knapp 15.000 bis 20.000 investiert. Das heißt knapp 20%. Jetzt hast du ja gesagt, ihr seid schon seit 2011 unterwegs. Also ich glaube, deutlich, bevor auch die entsprechende Sendereihe losgegangen ist. Wie viele Projekte habt ihr denn bis heute finanziert? Insgesamt haben wir knapp 170 Projekte finanziert auf Seedmatch alleine. Und das zeigt eigentlich deinen Punkt auch nochmal. Auf Seedmatch alleine knapp 145. Das heißt, das ist ein maßgeblicher Anteil, die Startup-Finanzierung. Das ist auch das Unternehmen oder die sind auch die Unternehmen, die die größten Geldsorgen haben, wenn man das so nennen kann. Das heißt, die suchen vehement nach Geld. Also wenn man beispielsweise einen Immobilienentwickler hat, die haben meistens relativ viel Eigenkapital, kriegen relativ viel Fremdkapital über Banken auch. Das ist bei einem jungen Startup natürlich nicht der Fall. Ja, logischerweise, aber da kommen wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Was ich ja auch interessant fand, ihr residiert ja nicht wie sonst alle in Berlin, ja, sondern in Elbflorenz im schönen Dresden. Genau, und das, man kann in Deutschland fast sagen, das ist die, das vielleicht ein Zentrum für Crowdinvesting, weil gar nicht weit weg von unserem Büro, knapp 600 Meter entfernt, sitzt auch Startnext. Die machen Crowdfunding. Die konzentrieren sich mehr auf dieses Equity-Based Crowdfunding, wo ich gleich noch drauf kommen werde. Aber uns gefällt sie in Dresden natürlich. Und ich glaube, alle ziehen nach Berlin. Das macht natürlich in Dresden dann, eröffnet dann ganz andere Möglichkeiten für Personal. Man kann natürlich, man hat eine bessere Personalstrategie, für mich als Unternehmer gedacht. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn, die jetzt im Prinzip diese drei Plattformen abdecken? Wir sind damals gestartet mit drei, jetzt mittlerweile sind wir 20. Oh, das ist ja schon, also solider Mittelstand.
würde ich mal sagen. Ne? Ja, genau. Stetig wachsen, muss man auch noch dazu sagen. Ja. Ja. Und ich glaube, gegenüber von der Waldschlösschen-Brauerei, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Genau, ziemlich nah an der Elbe, in einem relativ ruhigen Bereich von Dresden. Das heißt, nicht in der Innenstadt. Ja, genau. Ja. Ja. Also, ja, wunderbar. Klingt sehr reizvoll. Ja. Du bist herzlich eingeladen, ne? wenn wir wieder reisen dürfen. Wir arbeiten momentan ja auch in A- und B-Wochen. Das heißt, ich bin jetzt von zu Hause aus zugeschaltet, aber die Hälfte des Teams ist sozusagen vor Ort im Büro bei uns. Das werde ich mir nicht nehmen lassen, wenn es mich wieder nach Sachsen verschlägt. Gerne. Ja, jetzt hast du vorhin schon ein ganz wichtiges Wort gesagt, nämlich Crowdfinanzierung. Und da sind wir so bei den Begrifflichkeiten, da schwirrt ja auch immer ganz viel rum. Vielleicht zur grundsätzlichen Einordnung. Was ist denn so der Unterschied zwischen Crowdfunding, Crowdinvesting und ja so Peer-to-Peer-Kredite? Ich sag mal so, das sind ja so die drei großen Schlagworte, unter denen heutzutage digitale Lösungen, Finanzierungslösungen vermarktet werden. Und wo seid ihr da positioniert? Genau, es gibt noch eine, die du vielleicht vergessen hast, und zwar ist das eine Art spendenbasiertes Crowdfunding. Das gibt es noch zusätzlich. Aber insgesamt hat es vier Varianten. Die Variante 1, die einfachste Variante, ist das Crowdfunding. Das heißt, macht beispielsweise die Plattform Startnext. Dort kann man als Unternehmen, aber auch als Gründer ohne Unternehmen hingehen, eine Kampagne starten und bekommt dann sozusagen von Personen Geld für meistens das Produkt, was man am Ende verkaufen möchte. Das heißt, es nennt sich Reward-Based Crowdfunding. Das heißt, man bekommt eine Gegenleistung für seine Leistung. Das kann alles möglich sein, eine CD, was zu essen, am Ende ein Brief oder ein Stempel auf irgendwas. Das heißt, das hat keinen... Das ist kein wirkliches Investment. Was wir machen ist, und das beides verträgt sich sehr gut miteinander. Was wir machen, ist ein ganz klares Investment. Das heißt, es muss ein Unternehmen geben, eine Kapitalgesellschaft, wo man rein investieren kann. Und der Investor gibt ein Darlehen heute und bekommt das in Zukunft zurückbezahlt und in der Zwischenzeit dann entsprechend Zinsen, Bonuszinsen, Beteiligung. Wir haben da verschiedene Strukturen gewählt, wie man das machen kann. Das heißt, es ist eine Vermögensanlage oder ein Wertpapier, kann es auch sein, und hat wirklich auch rechtlich einfach, ist es eine ganz andere Geschichte. Mhm. Die beiden anderen Formen, die du noch genannt hast, ist einmal das Donation-Based, das heißt auf Spenden basiert. Man gibt Spende dort beispielsweise an man kann an ein Kinderheim spenden, man kann aber auch spenden, dass eine Feuerwehr beispielsweise gebaut wird in einem Ort. Dann ist das Geld in Anführungsstrichen weg. Man bekommt da nichts wieder, aber man hat natürlich was Positives getan für die Umwelt, für den Ort oder für was auch immer. Und das Dritte, diese P2P-Kredite, das sind eher so direkte Geschichten, wo es auch eher um kleinere Summen geht, wo man sich persönlich quasi Kredite vergeben kann. Das heißt, ich könnte dir jetzt beispielsweise einfach, wenn du die Anfrage stellen würdest, einen persönlichen Kredit geben, bekomme dafür Zinsen und den Kredit am Ende wieder zurückbezahlt. Okay, gut. Also, wenn ich das nochmal einordne, wir bewegen uns hier im Bereich des Crowdinvesting. Und hier nochmal spezifisch wirklich rein in Unternehmensfinanzierung, und ihr macht auch nichts anderes. Unternehmensfinanzierung und auf den anderen Plattformen, also auf Econius beispielsweise, Projektfinanzierung. Nee, genau. Aber ich meine jetzt Seedmatch speziell, das sind wirklich Fokus reine auf Unternehmensfinanzierung. Genau. Das muss eine GmbH oder eine UG sein und kann seit neuester Gesetzeslage auch eine AG sein. Oh, interessant. Aber ich glaube, eine AG-Anfrage hattet ihr wahrscheinlich noch nicht. Doch, in der Tat hatten wir das schon. Manchmal gibt es Unternehmen, die gleich from scratch sozusagen eine AG bilden. Das ist nicht immer sinnvoll, aber es kommt schon ab und zu vor. Ist ja auch teuer, ne? Also zieht ja Kosten nach sich, so eine AG-Gründung. Ja. Genau, Kosten und vor allen Dingen Reporting-Pflichten. Hängt da auch noch mit dran. Genau. Das ist ja auch der große Vorteil des Anlegers. Wenn er eben in börsennotierte Wertpapiere investiert, dass er eben auf diese Transparenz- und Publizitätspflichten ja pochen kann und sich dann entsprechend die Berichte zu Gemüte
führen kann. Mhm. Ja. Wobei ich aber sagen muss, wir haben das auch entsprechend nachgebildet. Das heißt, unsere Unternehmen müssen auch regelmäßig Quartalsberichte veröffentlichen. Das heißt, auch quartalsweise sieht man die Zahlen des Unternehmens und der Quartalsbericht beinhaltet noch ein paar andere Sachen, was unbedingt drin sein soll. Das heißt, das haben wir schon versucht nachzubilden irgendwie. Das kann ich auch aus der Praxis bestätigen. Ich bin ja selber bei euch Kunde geworden nach unserem letzten Interview, einfach experimentell, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Und ja, also zu jedem veröffentlichten Projekt gibt es ja da wirklich tonnenweise Informationen. Je nachdem, wie tief man da einsteigen will, hat man da durchaus Tage zu tun. Und was ich natürlich auch sehr sympathisch finde, dass man den direkten Draht zu den entsprechenden Unternehmen hat, Fragen stellen kann. Auf die dort publizierten Informationen nochmal eingehen kann, diese regelmäßigen Berichte. Man bekommt ja auch Newsletter dann von den entsprechenden Unternehmen. Das kann man ja auch alles einstellen, so feingranular, wie man das möchte. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gelungen. Ja, jetzt hast du ja gesagt, es ist ja eine Kapitalbeteiligung. In welcher Form findet die denn statt? Oder was erwerbe ich denn da genau, wenn ich sage, ich investiere dort Summe X in das Unternehmen Y? Was erwerbe ich denn da konkret? Also wir haben verschiedene Instrumente oder wir nennen es Produkte, wie man investieren kann. Das gängigste eigentlich, und das ist das, womit wir ursprünglich auch gestartet sind, sind die Nachrangdarlehen. Das heißt, es ist ein partiarisches Nachrangdarlehen. Das heißt, man hat das Darlehen hat einen Gewinn und eine Art Equity-Anteil auch. Ich kommuniziere es immer gerne als virtueller Anteil. Das heißt, man bekommt dann, je nachdem, wie viel man natürlich investiert, aber für das Mindestinvestment von 250 Euro bekommt man dann 0,0001% vom Gewinn, falls Gewinne ausgeschüttet werden und auch bei Kündigung von Exit-Erlös oder vom Unternehmenswachstum sozusagen. Man partizipiert an dem Wachstum des Unternehmens. Das ist natürlich bei Startups sehr spannend, weil die sich tendenziell, nicht alle natürlich, das ist klar, aber die können sich tendenziell sehr, sehr dynamisch entwickeln und man ist dann sozusagen 1:1 an diesem Unternehmen virtuell wohlgemerkt beteiligt, wirtschaftlich beteiligt. Ja, gut, also verstehe. Wir haben ein Nachrangdarlehen, das aber so aufgesetzt ist, dass ich im Prinzip am Stamm und den Früchten partizipiere. Genau, man hat keine Stimmrechte, das wollten wir auch nicht, weil es wird ein Kuddelmuddel geben, wenn ab 250 Euro jeder irgendwo ein Stimmrecht hat. Das konnten wir nicht mit, oder das wollten wir auch am Ende nicht mit abbilden, aber wir haben natürlich in dem Vertrag auch Informationsrechte strukturiert, die sozusagen einen Investor nahe an dieses Gefüge ranbringen soll, nahe an die Position eines Gesellschafters. Diese Erträge gibt sie dann ganz am Ende der Laufzeit? Ich meine, so wie ich das ja gesehen habe, diese Darlehen, die haben ja alle eine bestimmte Laufzeit. Sind ja meistens im mittleren Bereich, so 3 bis 5 Jahre. Ne? Die Darlehen laufen in der Tat unbefristet. Das heißt, die können auch, wir haben noch Darlehen aus dem ersten Jahr, die noch aktuell laufen, das heißt schon über 9 Jahre. Und die haben aber eine Mindestlaufzeit. Das heißt, man kann frühestens nach 5 Jahren kündigen. Und die Frage war ja, bekommt man oder wann bekommt man die Zuflüsse, wenn das Unternehmen Bonuszinsen abwirft, das heißt ein positives EBIT hat, positiven Jahresüberschuss, dann bekommt man die natürlich unterjährig. Bei Kündigung bekommt man am Ende aber erst das Darlehen plus die Unternehmenswertentwicklung zurück. Das heißt, Bonuszinsen unterjährig. Am Ende des Jahres, am Ende der Laufzeit oder am Ende der Kündigung bekommt man dann die Entwicklung ausbezahlt. Heißt aber auch, wenn es Verluste gibt oder Nullnummer, dann gibt es auch nichts, ne? Genau, das kann auch passieren, dass das Unternehmen natürlich insolvent anmeldet. Das ist vielleicht auch das größte Risiko, was man eigentlich hat. Man kann sein eingesetztes Kapital komplett verlieren. Genauso kann man aber auch natürlich den Einsatz vervielfachen. Das ist, geht in beide Richtungen, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich die Projekte genauer anschaut, dass man auch, wir spielen alles sehr transparent, wir legen alles offen, was wir im Vorfeld der Emission sozusagen von dem Unternehmen mitgeteilt bekommen. Und da sollte man jeder seine eigene Due Diligence am Ende bilden. Richtig. Jetzt hast du ja gesagt, das habe ich ja auch immer gesehen, dass es immer so eine Mindestlaufzeit gibt.
Dann war es die Mindestlaufzeit, die so 3 bis 5 Jahre beträgt. Genau, richtig. Ja. Und jetzt hast du gesagt, dann kann man kündigen. Betrifft das Mann den Anleger oder den Emittenten oder beide? Eigentlich beide. Nach 5 Jahren kann der Anleger erstmalig kündigen. Wir haben aber in der Vergangenheit gemerkt, gerade in der Anfangsphase, dass 5 Jahre eigentlich für eine Unternehmensentwicklung zu kurz ist und dass, dass die Unternehmen quasi nach Ende der 5 Jahre noch relativ, ich nenne es mal, günstig aus dem Darlehen rauskommen, weil da gerade, ich sag mal, da geht es gerade erst richtig los bei den meisten Unternehmen. Deswegen haben wir gesagt, für den Anleger 5 Jahre, für das Unternehmen, also von seitens des Unternehmens eine Kündigung, muss es mindestens 8 Jahre, müssen die mindestens 8 Jahre die Beteiligung halten. Das heißt, frühestens nach 8 Jahren kann das Unternehmen kündigen. Hm. Manchmal kann man sich natürlich auch bilateral einigen. Das heißt, wenn man jetzt unterjährig einfach, als Investor einen hohen Kapitalbedarf hat, dann kann man natürlich auch die Anfrage an das Unternehmen stellen und dann kann man auch unterjährig den Vertrag sich auszahlen lassen. Ne? Genau, genau. Okay. Müssen natürlich beide Seiten zustimmen, ist klar. Ja. Und wie ich das ja rausgelesen habe, das ist ja, was wir jetzt besprochen haben, das ist das sogenannte Venture-Darlehen oder Venture-Beteiligung. Ne? Und da gibt es ja noch genau. Diese Seed-Beteiligung. Das ist ja die zweite Form, die er noch anbietet, oder? Das war jetzt die Seed-Beteiligung, das gerade für junge Unternehmen, meistens sind die 4, 5 Jahre maximal am Markt, meistens so 1, 2 Jahre. Und das Charmante dabei ist für den Unternehmer am Ende, der hat keine laufende Zinszahlung zu leisten. Und was gerade in der Anfangsphase extrem wichtig ist für das Unternehmen, was natürlich auch das Unternehmen wieder beflügelt und nicht einengt, wie es manchmal ist es so, dass wirklich Fixzinsen auch zu zahlen sind. Und das haben wir in einem anderen Modell strukturiert. Das ist das Venture Debt Modell. Das heißt, eine Art festverzinsliches Darlehen mit momentan laufen wir da so um die 8% Zinsen. Mhm. Das ist immer risikoadäquat, das muss man sich immer genau anschauen. Und dieses Venture Debt ist quasi für reifere Unternehmen angelegt. Das heißt, wir haben irgendwann gemerkt, wenn die Unternehmen break-even sind, wenn die kein großes Risiko, kein großes Entwicklungsrisiko mehr haben, dann sind die auch nicht unbedingt happy, wenn die Anteile abgeben müssen. Und die wollen dann das lieber über eine festverzinsliche Geschichte lösen. Und daraufhin haben wir eben dieses Venture Debt strukturiert. Was übrigens ganz, ganz gängig ist im Private Equity Bereich. Ja. Und das, da hatte ich die Begrifflichkeit wechselt. Also Seed ist für die jungen Unternehmen, ja, mit Beteiligung an den Wachstumschancen. Und Venture, das sind die Beteiligungen, wo ich eine, dann auch risikoadäquate Festverzinsung bekomme von, ich habe auch geguckt in meinem Portfolio, so ab 8% aufwärts sind das dann. Mhm. Das ist ja auch das Interessante, das wird ja auch unterjährig ausgeschüttet, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist ja dann im Prinzip auch ein durchaus schönes Investitionsschema für einkommensorientierte Investoren. Also wer sagt, ich möchte halt so ein laufendes Einkommen haben und natürlich auch mit den entsprechenden Risiken eines relativ kleinen Unternehmens, ist das natürlich auch eine Möglichkeit zu investieren. Die du hast wahrscheinlich dann im Early Bird investiert. Wir haben immer eine Woche vorher, wo es nochmal einen kleinen Bonuszinsen sozusagen gibt. Damit wollen wir einfach honorieren, wir wollen honorieren, dass der Investor früh ins Risiko geht, weil die Kampagne kann bis zu 60 Tagen laufen. Und der Letzte, der investiert, hat natürlich ein ganz anderes Risiko als der zu erster Stunde investiert quasi. Und das wollen wir damit so ein bisschen abfedern. Und in der Tat, Luis, hast du recht, die Zinsen werden beim Venture Debt halbjährlich sogar ausbezahlt. Das macht's aber, ist aber umso wichtiger, dass das Unternehmen schon einen konstanten Cashflow hat. Das heißt, wir wollen definitiv nicht, und das sehen wir leider manchmal auch auf anderen Plattformen, wir wollen definitiv nicht, dass die Zinsen aus dem Funding-Erlös sozusagen aus dem eingeworbenen Kapital bezahlt werden, weil das ist irrsinnig, das macht überhaupt keinen Sinn am Ende. Und deswegen schauen wir uns die Unternehmen sehr gut an und haben da auch bestimmte Kriterien, was einen überhaupt erstmal für so ein Venture Debt qualifiziert. Ja, prima. Da haben wir ja doch, glaube ich, erstmal die Anlegersicht gut erschlagen. Also nochmal Zusammenfassung. Ja, ich habe 2 Möglichkeiten, mich zu beteiligen. Einmal Seed, eher wachstumsorientiert, oder Venture, eher einkommensorientiert. Ja, mit den
eben besprochenen Details. Also ich selber habe da auch in meinem Portfolio bei Seedmatch eine gute Mischung aus beidem, wenn ich das so recht überblicke, so Hälfte-Hälfte in etwa. Und damit sind wir nämlich genau beim Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, Johannes, nämlich wer kommt denn überhaupt zu euch oder wie kommen die Unternehmen zu euch? Ihr seid ja nicht Vox, ja? Wie kommt ein Unternehmen auf die Idee, Mensch, wir gehen nicht zur Hausbank oder wir gehen nicht an den Kapitalmarkt, sondern wir gehen zu einer Plattform und in dem Fall zu Seedmatch? Genau, also wir in der Anfangszeit war es relativ schwierig, die Leute zu überzeugen, weil es noch relativ neu war auch. Wir waren, glaube ich, die Ersten in Deutschland, die das als Investing angeboten haben. Und mittlerweile haben wir uns am Markt aber schon einen sehr großen Namen gemacht. Das heißt, wir kriegen über die, wir haben eine Inbox, also quasi, wo man sich über unsere Plattform bewerben kann. Darüber kommt knapp ein Drittel der, vielleicht sogar ein bisschen mehr, der Bewerbung. Dann haben wir ein Dealflow-Team, die normalerweise jetzt gerade nicht, aber normalerweise in Deutschland auch unterwegs sind, auf Events, auf Netzwerktreffen, auf bei Startup-Inkubatoren. Und die sozusagen auch nochmal für frischen Wind sorgen. Und dann haben wir natürlich die Weiterempfehlung der Unternehmen. Das heißt, alle unsere Unternehmen, oder wir versuchen natürlich einen guten Job zu machen, und viele Unternehmen, fast alle, empfehlen uns natürlich auch weiter an ihre Partner, an ihr Netzwerk. Und das wird sozusagen, das gibt das letzte Drittel der, ich nenne sie mal, Bewerbungen für unsere Plattform. Und wir haben dann einen Auswahlprozess, wo wir, wir haben das mal analysiert vor 2-3 Jahren, in etwa 1000 Bewerbungen im Jahr bekommen und am Ende aber wirklich nur 1-2% auf der Plattform landen. Das rechtfertigt oder das ist keine Due Diligence, die wir da machen. Wir schauen halt wirklich nur, ist das, stimmt das alles, was die Gründer sozusagen kommunizieren, was sie sagen, und dann ist es für uns sozusagen bereit, um auf die Plattform zu gehen. Das heißt, wir wählen auch nicht gezielt aus. Es gibt Unternehmen, die sind bei uns, haben eine Finanzierung gemacht, wo ich gesagt habe, ich bin mir da nicht so sicher. Das ist nicht mein Markt, das ist nicht mein, wie soll man sagen, ist einfach nicht mein Gebiet, wo ich einfach Spezialist drin bin. Und dann gibt es aber andere, wo ich sage, ich würde sofort kaufen, wenn das im Regal steht, das Produkt. Das heißt, am Ende muss sich jeder Investor, das ist ganz, ganz wichtig, seine eigene Due Diligence bilden und seinen eigenen Eindruck von den Gründern, von dem Unternehmen sozusagen machen. Ja, genau. Aber ich meine, das ist ja in allen Bereichen so, ne? Also, ist in allen so, klar. Ich meine, mittlerweile beispielsweise, ich rauche ja auch nicht mehr, habe aber trotzdem ja auch noch Tabakaktien im Depot, ja. Also das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und es gibt ja eine Vielzahl von Produkten, zu denen man selber keinen Bezug hat, aber die trotzdem sehr lukrativ sein können. Ja. Und, genau, aber ja, das muss ich einfach nochmal unterstreichen, dass wir keine, wir machen zwar eine Vorauswahl, aber das muss nicht heißen, dass alle Unternehmen darauf durch die Decke gehen. Ne? Das müssen wir am Ende auch. Aber ich meine, das schaffen ja selbst die Löwen ja nicht. Ne? Also, ja, das ist ja. Die haben auch genug Probleme, das stimmt. Ja, was sind denn, also nicht jetzt im letzten Detail, aber was sind so die wesentlichen Punkte, die ihr prüft, wenn da jetzt ein Unternehmen, ja, die Muster GmbH aus, Glückstadt, kommt an und sagt, ja, wir hätten gerne ein Seed Investment, würden wir über euch finanzieren. Also ich muss unterstreichen, wir prüfen de facto nichts. Das hat was mit dem Wort prüfen an und für sich zu tun. Was wir aber machen ist, wir haben einen relativ stringenten Auswahlprozess. Das heißt, der erste Kontakt ist sozusagen meist über einen Pitch-Deck, per Mail kommt das manchmal, manchmal auch, wie gesagt, über unsere Inbox. Dann versuchen wir uns in das Geschäftsmodell reinzudenken. Wir rufen vielleicht auch nochmal Kontakte von uns an, die da näher dran sind an mancher Sache, und schauen uns natürlich auch Zahlen an und sprechen vor allen Dingen viel mit den Gründern, weil da merkt man, glaube ich, am besten, ob wie die Gründer ticken. Und nicht umsonst ist das Gründerteam maßgeblich in der Venture Capital Szene oder ist am wichtigsten eigentlich für einen Investment. Das ist bei uns ähnlich. Wenn wir vor der Corona-Krise, jetzt kann man natürlich nicht mehr so oft reisen, aber vor Corona haben wir die Gründer immer persönlich kennengelernt. Das war ein Meeting von 3 Stunden, wo wir einfach da nochmal alles auf den Tisch geworfen haben. Momentan läuft es über Webkonferenzen.
Das ist nicht ganz optimal, aber es ist ein guter Ersatz und wir hoffen, dass wir im Sommer nächsten Jahres irgendwie alle Kampagnen, die wir jetzt sozusagen gemacht haben oder vorbereitet haben, dass wir alle Gründer nochmal vielleicht zu einem Netzwerktreffen vielleicht nochmal nach Dresden holen können. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Aber der Auswahlprozess ist das persönliche Kennenlernen dann. Und das ist eigentlich so der letzte Schritt, wo wir dann sagen, okay, wir wollen das Funding mit euch machen, wollt ihr das auch? Und das ist dann sozusagen der Auftakt, der Kickoff quasi für die Kampagnenvorbereitung und für die Kampagne dann letztendlich. Also halt auf gut Deutsch eine gesunde Mischung aus harten Fakten und weichen Faktoren. Genau, also wir schauen uns natürlich schon an, ist die, also ein paar Legal Documents, ist die Gesellschaft gegründet, gibt es Verbindlichkeiten, das lassen wir uns alles nochmal zeigen. Wir schauen da schon ziemlich tief rein, um am Ende auch sicherstellen zu können, dass die Zahlen, die bei uns oder die Informationen, die bei uns kommuniziert wurden, dass die auch zutreffen und nicht, dass uns da irgendwo jemand, es gibt sehr viele schwarze Schafe, muss man wirklich sagen, am Markt, die am Ende oder am Anfang sagen, wir haben 1 Million Euro Umsatz, wo man dann die BWA anfordert, wo dann keine 100.000 draufstehen. Also das gibt es auch. Kann man sich ja mal vertun um so eine Null. Ja, quasi. Also, das sieht uns ja allen. Das ist jetzt ein Beispiel. Ne? Aber wir haben da schon über die letzten 10 Jahre wirklich schon verrückte Sachen erlebt. Das glaube ich glatt. Und ich meine, bei einer, ich sage jetzt mal, Durchfallquote von jetzt deutlich über 95%, wie du ja gesagt hast, ich meine, da steckt ja natürlich auch eine Menge Arbeit drin. Was ist denn so der Hauptgrund, weswegen ein Unternehmen durchfällt? Kann man das überhaupt so klassifizieren? Was so der, oder die Top 3, weswegen das nicht klappt? Also, ich sag mal, einer der häufigsten Gründe ist, ob es jetzt der häufigste ist, weiß ich nicht, aber einer der häufigsten Gründe ist natürlich, dass man sich zu spät um die Finanzierung kümmert. Das heißt, es gibt manchmal einfach Unternehmen, die bei uns aufschlagen, wo man dann in die Bücher schaut und wo es einfach hoffnungslos verloren ist. Ne? Also wo man wirklich sagt, wir können hier nichts mehr retten jetzt. Das ist zu spät. Manche Gründer denken auch oder haben das Gefühl, dass Crowdfunding sozusagen der letzte Notnagel sein kann, der letzte Halm, an dem man sich hangelt. Das ist auch nicht richtig. Also es mag sein, dass es ein paar Plattformen gibt, die in so einer Situation dann die Finanzierung auch noch machen, aber der Crowd-Investor, und das ist, wie sagt man, die Crowd-Intelligenz oder Schwarmintelligenz, die sind nicht ganz doof. Ne? Also gerade bei uns, die Investoren, wir sehen das ja, man muss unter anderem auch den Bildungsgrad angeben, das sind schon Leute, die sich mit der Materie auseinandersetzen, die auch die Zahlen lesen können. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch an die Bewerbung. Ne? Dass wir sagen denen das dann halt ganz klar, dass man die Finanzierung nicht machen kann. Und das muss man immer erklären, dass es nicht an uns liegt, größtenteils, sondern das wird am Ende auch gar nicht funktionieren, diese Kampagne. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man wirklich zu spät dran ist. Und das ist eigentlich so die häufigste Ursache. Natürlich gibt es auch noch Sachen, dass die Firmierung nicht passt, dass irgendwie das dass die Gründer vielleicht auch ein Problem haben mit Veröffentlichungspflichten, vielleicht auch mit der Struktur des Darlehens. Aber das Häufigste ist wirklich, dass man zu spät kommt. Ja. Einen wichtigen Punkt hast du genannt. Ich glaube, das ist auch so ein Vorurteil ein Stück weit. Das betrifft dann aber auch zum Beispiel P2P, aber auch jetzt Crowdinvesting, dieser berühmte Notnagel. Also es schwirrt ja schon seit Jahren so im Raum. Naja, wer sonst nirgendwo eine Finanzierung bekommt, der geht halt eben zu so einer Plattform. Mhm. Ja. Kannst du das ein bisschen entkräften aus der Praxis? Genau, also ich kann es sogar sehr, sehr stark entkräften. Wir haben jetzt vor kurzem, und das war ja auch der Auftakt für unser Gespräch eigentlich, wir haben vor kurzem unseren Funding-Index in der zweiten Auflage, wenn man das so sagen kann, veröffentlicht. Das heißt, wir haben es 2018 schon einmal veröffentlicht. Dann haben wir die Unternehmen der Vergangenheit untersucht bis zum 31.12., oder wie haben die sich bis zum 31.12.2017 entwickelt. Das haben wir jetzt nochmal neu aufgelegt. Das heißt, wie haben sich die Unternehmen aus der Vergangenheit bis zum 31.12.2019 entwickelt? Und da sind wir auf eine ziemlich starke Per-Anno-Rendite von 16% gekommen, was im Umkehrschluss eine fast Verdreifachung des Kapitals
innehat. Das heißt, aus 23.000 Euro hätten Sie, muss ich mal schnell nachgucken, dass ich die Zahl auch habe, hätten Sie knapp 66.500 Euro gemacht. Das heißt, das funktioniert. Crowdfunding. Dennoch, wie gesagt, sollte man sich jeden Case individuell anschauen, sich selber sein eigenes Portfolio bilden. Wir merken aber auch, dass gerade wenn wir in dem Auswahlprozess manche Unternehmen absagen, weil aus verschiedensten Gründen, dass man die auch noch ein zweites Mal dann irgendwo auf einer Plattform sieht. Das wird meist nicht besonders erfolgreich, muss ich auch sagen, aber man sieht schon, dass man es dann weiter probiert, sozusagen, um irgendwo unter Dach und Fach zu kommen. Ich glaube aber, man darf nicht alle Crowdfunding-Plattformen über einen Kamm scheren. Man muss einfach schauen, welche Grundlagen hat die jeweilige Plattform gelegt. Und wir merken das auch manchmal, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die uns sagen, die haben schon eine Zusage von irgendeiner anderen Plattform bekommen. Mag sein, um Druck aufzubauen, mag sein, um auch vielleicht die Kondition besser zu verhandeln. Die bekommen meistens die Zusage nach ein, zwei Tagen. Und das ist in unserer Meinung nach, kann man nicht in ein, zwei Tagen ein komplettes Geschäftsmodell analysieren. Das funktioniert nicht. Ja, übrigens, wo du das sagst, ich habe ja auch ein Buch geschrieben zu Business Development Companies, das sind also börsennotierte Private Equity Unternehmen in den USA. Und die veröffentlichen ja auch sehr, sehr viel statistisches Material. Bei denen ist übrigens die Annahmequote ähnlich wie bei euch, also deutlich unter 5%. Mhm. Ja, und da dauert der Auswahlprozess auch mehrere Monate in der Regel. Ja. Ja. Gewisse Parallelen sind dann da auch erkennbar. Ja, das ist aber, das fängt bei einfachen Sachen an. Ne? Wir haben im ersten Gespräch haben wir ein paar Fragen, die wir den Gründer stellen, und die Fragen stellen wir einfach nach 4 Wochen nochmal. Und wenn es ja nach 4 Wochen nicht die gleiche Antwort hat auf die Fragen, dann ist da was faul. Das sind so Kleinigkeiten. Ne? Und deswegen versuchen wir auch natürlich, das schnell abzuwickeln, weil die Unternehmen haben nun mal einen Kapitalbedarf. Wir wollen das auch nicht ausbremsen, aber es braucht halt einfach auch Zeit. Und wenn man noch, ich sag mal, Externe mit reinnimmt, externe Personen, wo man sich einfach nochmal erkundigt, dann dauert das auch nochmal ein bisschen. Wir haben einen Auswahlprozess von 4 Wochen. 4 Wochen sind wir, glaube ich, gut. Ja, genau. Ja, dazu muss man sagen, diese Business Development Companies, die machen natürlich die gehen viel in der Regel machen in der Regel komplexere Finanzierungen und in der Regel auch von schon größeren, etwas reiferen Unternehmen. Also der US-Mittelstand ist ja da auch etwas größer jetzt als der heimische. Das sind dann in der Regel schon mehrere Millionen. Ja? Also und dann zieht sich das Ganze dann zum Teil eben über mehrere Monate, bis so eine Finanzierung komplett steht. Und spätestens, wenn man dann noch Tochterfirmen hat und wenn man dann noch ausländische Firmen, dann wird es halt richtig komplex. Ja. Und viele sind ja auch so Konsortialfinanzierungen, das heißt, da kommt ja dann noch andere Partner mit an Bord und das ist natürlich dann ein bisschen komplexer. Ja. Aber von daher ist ja auch letztendlich für euch als Plattform von Vorteil, so einen Auswahlprozess zu gestalten, weil das schlägt sich ja natürlich dann irgendwann bei den Investoren nieder. Ne? Und positiv wie negativ. Ja, aber Luis, das ist auch so eine Sache. Ne? Ich weiß nicht, wie die anderen Plattformen, ob die nicht so weit in die Zukunft schauen, aber für uns ist das Unternehmen eigentlich das größte Asset, weil wir können viel, viel kommunizieren, wir können viel Werbung schalten, auch für die jeweiligen Kampagnen, aber letztlich ist der Erfolg des Unternehmens färbt auf uns ab, genauso wie der Misserfolg auf uns abfärbt letztlich. Ne? Und das macht uns am Ende sozusagen, das macht unseren Namen letztlich. Und wir können noch so viel Marketing in Kommunikation stecken, wir kriegen das nie raus, wir kriegen nie so einen Effekt, wie wenn ein Unternehmen einen erfolgreichen Exit macht, weil wir da immer mit im Boot sitzen irgendwo. Ja. Nochmal ganz kurz zurück zur Motivation von Unternehmen, also dass ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, wir möchten ein Seed-Invest durchführen, das kann ich noch sofort nachvollziehen, weil es einfach wenig Anbieter dieser Art der Finanzierung ja gibt. Also Banken machen das natürlich gar nicht. Ne? Ja. Bei der Venture-Finanzierung, also sprich mit Fixzins, dann halbjährlich ausbezahlt, das ist ja dann doch schon ein eher bankenähnliches Modell. Warum geht ein Unternehmen dann nicht sagt, ich das jetzt kompliziert über eine Plattform mache und dann irgendwie Hunderte oder Tausende von Anlegern damit an Bord habe, die dann auch noch E-Mails schreiben und sowas, warum gehe ich dann nicht zu meiner Hausbank? Was für uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Gründer
Lust auf diese Kommunikation haben. Das heißt, meistens oder am besten eignet sich natürlich so ein Crowd-Investing für B2C-Kampagnen, das heißt für Geschäftsmodelle, die einfach auf den Endkonsumenten abzielen. Jetzt haben wir aber auch vor kurzem, mittlerweile schon innerhalb von einer Woche, knapp über 700.000 Euro eingesammelt, in Magnethersteller. Das heißt, das wirklich Hardcore B2B. Ja, bin und, ich auch mit einer kleinen Charge mit dabei. Ja, ja, und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, aber die wollen, also einige wollen, machen es einfach nur der Kommunikation deswegen. Andere, wie zum Beispiel diese Firma, was ich gerade sagte, Wekim nennt die sich, die sagen einfach, die haben genug Bankkapital schon an Bord. Die möchten jetzt, das Nachrangdarlehen hat Eigenkapital einen ähnlichen Charakter. Das heißt, man kann damit sogar nochmal eine Bankfinanzierung hebeln. Und die sagen einfach, wir wollen jetzt die FK-Seite nicht noch mehr schwächen. Wir wollen mal ein bisschen eine Mischfinanzierung quasi draus machen, mit Zerlinkapital. Ja. Deswegen ist es auch ein bisschen teurer, weil es nachrangig ist. Ein Bankdarlehen, weiß nicht, ein gut situiertes Unternehmen kriegt es wahrscheinlich für 1,5, vielleicht sogar 1%. Aber wir, und so ein Nachrangdarlehen kostet ja 8% plus die Nebenkosten, was man natürlich noch hat. Und das macht man wirklich nur für diese Eigenkapital. Oder nicht nur, aber auch ein Grund dafür ist die Eigenkapital. Also Optimierung der Kapitalstruktur letztendlich. Genau, das gibt's richtig. In vielen Bereichen. Gerade mit seinem Kapital ist er dafür prädestiniert. Genau, das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist beispielsweise, vor kurzem haben wir eine Firma, die heißt Buckle & Seam, die machen hauptsächlich Männertaschen aus Leder. Sehr nachhaltig in Pakistan produzieren die das, spenden da auch relativ viel, bauen damit Schuhe. Männertaschen? Da gibt es einen Markt für? Da gibt es einen sehr, die haben, weiß gar nicht, wie hoch die Umsätze sind, aber wirklich im mittleren einstelligen Millionenbereich haben die schon Umsätze. Und für die war das ein Anliegen, ihre Marke zu schärfen, weil die natürlich, also unsere Seedmatch-Seite ist nicht umsonst so weiß gehalten, so hell gehalten. Wir wollen eigentlich den Rahmen bilden für die Unternehmen, dass sie sich so präsentieren können, dass sie auch ihre Geschichte erzählen können, dass sie auch ihre Marke dadurch nochmal schärfen können, weil das nichts anderes ist Crowdinvesting, ja. Das ist eine Investment-Story, eine Geschichte, die man erzählt, was hinter einem Unternehmen steckt. Und das bietet sich bei manchen Geschäftsmodellen auch richtig gut an. Also dann nicht nur dieser Finanzierungscharakter, sondern also zumindest ein Nebenziel ist dann auch entsprechendes Marketing. Genau, Marketing und vor allen Dingen Multiplikatoren gewinnen. Das heißt, du hast jetzt, ich weiß nicht wie viele Investments, aber du hast gesagt, ein paar hast du schon investiert. Das heißt, 20 habe ich momentan. Ja, das heißt aber im Zweifel, wenn du im Supermarkt an einem Produkt vorbeigehst und es, ich sage mal, ein Wettbewerbsprodukt zu dem Produkt dasteht, dann tendierst du, glaube ich, eher dazu, dann das Produkt zu nehmen, was du investiert hast letztlich. Und das, weil du es unterstützen möchtest. Ne? Und das ja, klar. Die Unterstützung geht halt so weit, dass du vielleicht abends am Stammtisch vielleicht den Freunden halt davon erzählst. Ne? Und so geht es halt immer weiter. Und so gibt es halt immer unterschiedliche Arten, wie das halt weiterlebt, dieses Funding. Jetzt, wo du es sagst, übrigens, lustigerweise, ich habe nämlich diese 2017er Studie von euch. Hatte ich letztes Jahr im Urlaub mit. Und da waren wir auf Korfu und am Strand von Korfu habe ich mir das durchgelesen. Und dann ist tatsächlich ein anderer vorbeigekommen, der mich gefragt hat, was das wäre, so ein deutschsprachiger. Ja. Dann habe ich ihm das auch erstmal erläutert. Ja. Fand dann auch alles super interessant. Und es ist es auch, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ne? Und du hast vorhin gefragt, wie viele Leute investiert haben. Man muss ja nicht gleich investieren. Man soll sich das auch, das wollen wir auch ordentlich anschauen. Und wir haben sogar, wenn man nicht so tief drinsteckt in der Materie, wie wir beide jetzt vielleicht, wir haben auch eine Academy. Das heißt, man kann sich dort anmelden. Per E-Mail ist das. Das ist ein E-Mail-Programm, wo man über Wochen hinweg quasi an die Investitionen rangeführt wird, wo man auch generell über Startup-Investments lernt. Also das ist auch stark streng zu empfehlen, die Academy. Ja, habe ich auch mal einen Blick reingeworfen, kann ich auch bestätigen und grundsätzlich sowieso, bevor jemand in irgendetwas investiert, würde ich mich immer mit dem Gegenstand vertraut machen. Das gilt auch, egal ob Aktie, Immobilie, P2P oder Crowd-Investing. Und da seid ihr sicherlich gut aufgestellt, hier die Wissensgrundlage auch zu verschaffen, dass dann auch jemand sagen kann, okay, ich fühle mich jetzt auch entsprechend sicher in der Investition, weil meines Erachtens nichts ist schlimmer,
als wenn man dann anfängt, irgendwo investiert und dann auch aufgrund mangelnden Wissens dann anfängt zu grübeln, war das jetzt das Richtige oder nicht. Ne? Das ist ja und das haben wir auch so studiert. Unsere Kampagnen haben eigentlich einen festen Ablauf. Das heißt, am Montag ist meistens immer eine Preview. Am Dienstag kommt der Businessplan. Am Mittwoch meist ein Interview mit den Gründern und am Donnerstag geht das Funding erst live. Das heißt, man hat eigentlich 4 Tage Zeit bis zum Funding-Start, um sich damit auseinanderzusetzen. Das wollen wir auch aktiv so machen. Das hilft uns natürlich auch, in dem, dass wir ein Momentum erzeugen. Aber so kann man wirklich jeden Tag sich ein paar Sachen reinlesen. Und manche Geschäftsmodelle machen gleich beim Videoklick. Ne? Bei manchen braucht man erst einen Blick auf die Finanztabellen, um zu sehen, dass es wirklich spannend ist. Ja, ja. Stimmt. Und es ist immer Donnerstag 12 Uhr. Ne? Das ist immer so genau. Das hat sich so etabliert. Genau. Ja. Genau. Wer bei euch angemeldet ist, der bekommt die Informationen eh automatisch per E-Mail oder kann das so einstellen. Das heißt, man muss nicht permanent auf die Plattform gucken, da gibt es jetzt wieder was Neues. Ne? Genau, richtig. Gut. Jetzt nochmal kurz zurück zur Uni Osnabrück. Und das fand ich ja wirklich sehr klasse, dass ihr das mal einen Auftrag gegeben habt. Also erstens nicht selber zu machen. Dann ist ja immer so ein bisschen anrüchig nach dem Motto, ja, der Friseur empfiehlt einen Haarschnitt. Ja. ist richtig. Sondern das Ganze zu externalisieren, ja, auch an eine Universität, die das dann untersucht haben. Und wie du gesagt hast, die haben ja untersucht, einmal jetzt bis Ende, also von 2011, glaube ich, war es. Nee, von 2014, weil da die ersten Kampagnen ausgelaufen sind. Ne? Und wir hatten eine Endrendite zu erzielen. Richtig, wir haben es von 2014 oder die Unternehmen, die 2011 bis 2014 finanziert wurden, 2014 war es, weil wir sagen, ein Unternehmen braucht einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Und wenn man jetzt den Index heute macht und das Unternehmen, was sich gestern finanziert hat, mit reinwirft, dann macht das wenig Sinn. Ja, klar, müssen ja dann auch abgeschlossene Sachen sein. Ne? Und also jetzt im Prinzip jedes Angebot mitgenommen hätte dann Stand Ende 2017, oder sagen wir jetzt eben 2019, das ist jetzt die neue Studie, gut 16% im Schnitt Rendite gemacht. Genau. Bezogen auf die auch in sich abgeschlossenen Projekte, das war auch noch ein wichtiger Punkt, also nicht die noch laufen, sondern die dann wirklich zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen waren, also wo der Investor sein Geld zurückbekommen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Größtenteils ja. Es sind aber, also wir haben als Stichtag den 31.12.2019 sozusagen genommen und wir haben geschaut, es ist ja immer ein bisschen, wenn da 100 Investoren drin sind, dann hat es vielleicht für 2 das Funding schon abgeschlossen und 90 sind, gehen jetzt vielleicht raus und dann die anderen 8 bleiben noch 5 Jahre drin. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Strich ziehen und wir haben es eben mit dem Stichtag 2019 eben gezogen und wir haben den Strich gezogen bei realisierten Investments und Investments, die man hätte realisieren können zu diesem Stichtag. Das heißt, alle Fundings hätte man sozusagen zum 31.12.2019 kündigen können und hätte dann sozusagen eine Rendite daraus bekommen. Ja. Das ist, wie gesagt, teilweise nicht realisiert worden, aber auf Basis dieser Berechnung haben wir sozusagen den Index mit reingenommen und wir haben alle Insolvenzen, ja, die sowieso mit 0 verbucht, also mit Verlust von 250 Euro. Und wir haben alle Wackelkandidaten, das heißt da, wo wir nicht genau wissen, wie sich das entwickelt, aber es ist bisher noch nicht durch die Decke gegangen, haben wir auch mit 0 Euro bewertet. Das heißt, wir sind sehr, sehr konservativ da rangegangen. Ja, genau. Und jetzt auch keine Luft- oder Buchgewinne von Investitionen, die noch weiterlaufen, sondern tatsächlich, das hätte der Anleger erzielen können, wenn er einfach Ende des Jahres glattgestellt hätte. Genau. Das sind zum Beispiel, da ist ein Projekt dabei, über was ich immer gerne spreche, und das ist der Volocopter. Ich weiß nicht, das sagt ja bestimmt was, das ist dieses Elektro-Taxi. Ja. Da haben die Investoren 2012 investiert, und das ist de facto, wenn es jetzt morgen, wenn man es morgen eincashen müsste, ist es, glaube ich, nicht viel wert. Das heißt, wir haben es auch mit 250 Euro nur verbucht. Aber de facto ist es am Markt schon über 1 Milliarde wert. Wenn man die Investitionen von, man hat ja mittlerweile Daimler investiert, mittlerweile Softbank und verschiedene andere große Institutionen. Und das sind Bewertungen, die noch nicht realisiert sind. Das heißt, wir wissen nicht, morgen kann das ganz anders aussehen, morgen kann es aber auch 10 Milliarden wert sein. Und die haben wir absichtlich mit 0% Rendite Okay. Weil das Quatsch ist, da irgendwie die Zukunft zu antizipieren. Ich meine, und die Studie, das nur auch nebenbei erwähnt, die kann man bei euch auf der Seite, glaube ich, frei runterladen. Ne? Die haben es extra als Störer gleich auf der Startseite, man kann es gleich. Gleich auf der Startseite, wunderbar. Kann man sich dann auch
zu Gemüte führen. Ja, Strandwetter gut in Deutschland, momentan schwierig, aber ja, dann zu Hause bei einem schönen Glühwein geht das sicherlich auch. Und ich nehme an, die wird dann auch regelmäßig wiederholt werden dann, ne? Genau, also wir wollen sie alle 2 Jahre. Alle 2 Jahre, genau. Es ist nicht ganz unaufwendig. Und du hast vorhin gefragt, warum haben wir das mit der Uni Oldenburg gemacht? Und ein Wirtschaftsprüfer hat damals auch noch drüber geschaut, weil wir einfach eine externe Validierung wollten. Weil am Ende sind es Zahlen, die quasi die vorliegen, weil die Quartalsberichte ja gemacht werden müssen. Und die Zahlen sind auch, teilweise haben wir auch Jahresabschlüsse, sofern die schon zur Verfügung standen, genommen. Das heißt, die Zahlen sind da, aber man muss sie halt, man muss sie aggregieren und man kann natürlich, wir haben Geheimhaltungserklärungen natürlich mit fast allen Unternehmen und man darf da nicht die speziellen Sachen halt rausnehmen. Und das ist, glaube ich, eine, wenn ich das mal so sagen darf, das ist schade in Deutschland, weil die deutsche Unternehmen, wenn es denen gut geht, möchten eigentlich nicht drüber sprechen. Und die Unternehmen, denen es schlecht geht, die werden immer an den Pranger gestellt. Und so entsteht ein bisschen, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, so ein bisschen das Gefühl, dass mehr Geld den Bach runtergeht, als dass am Ende wirklich erwirtschaftet wird, Gewinn erwirtschaftet wird. Wenn wir schon dabei sind, wie hoch war denn jetzt bei der letzten Studie die Quote der betrachteten Unternehmen, die dann tatsächlich insolvent gegangen sind unter allen? Also insolvent gegangen alleine, das habe ich gar nicht so vor Augen, aber wir haben in etwa 30-40%, die wir mit null verbucht haben in der Studie. Mhm. Das heißt, wo wir gesagt haben, wer weiß, wie sich das noch entwickelt, wie so richtig gut sieht es nicht aus. Ich glaube, Insolvenzen waren es 16, glaube ich. Irgendwie sowas. Das heißt aber auch, umgekehrt für den Anleger ist es im Prinzip wichtig, oder die Erkenntnis ist wichtig, dass ich die Rendite auch hier durch, eine gewisse breite Basis ja nur sicherstellen kann, weil nur das hilft mir ja, diese punktuellen Ausfälle oder Nullverbuchungen dann auch überzukompensieren. Genau, und das ist ja auch die, man sollte sich ein Portfolio bilden, definitiv, man sollte es ein bisschen mischen, von allem was mit reinnehmen und man sollte auch schauen, dass man unterschiedliche Produkte auch drin hat. Das heißt, nicht nur Seed Investments oder nicht nur Venture Debt, sondern dass man am besten da auch eine Mischung hat, weil Insolvenzen kann es immer geben. Das ist einfach, gerade jetzt mit diesem, ehrlich gesagt haben wir erwartet, dass es mehr Unternehmen trifft, aber gerade mit Corona in diesem Jahr war es ja sehr, sehr gedacht. Ja. Wobei die Betrachtung natürlich noch zugeht auf 2019, aber wir haben natürlich die Studie haben wir vollendet im August, September diesem Jahr. Das heißt, wir haben da schon gesehen, wie sich die Unternehmen weiterentwickeln. Und man sollte sich auf jeden Fall ein Portfolio bilden. Was wir zu den Insolvenzen gerade gesagt hatten, trifft natürlich auf der anderen Seite auch zu. Das heißt, wir hatten insgesamt jetzt auch schon, in dem Index waren es 7 Exits, mittlerweile sind es jetzt schon 9 Exits. Das heißt, 9 Vertragskündigungen oder Exits, getriggerte Exits, die schon realisiert sind. Das heißt, 7 Unternehmen haben ihr Unternehmen oder Unternehmer haben ihr Unternehmen schon verkauft. Und das ist natürlich auch ein Statement. Manche mit einem geringen Aufschlag von irgendwie 30-40% Gewinn, manche aber auch mit einem sehr, sehr hohen zweistelligen Multiple. Also das kann auch passieren. Ja. Ja, ja. Also das zweistelliges Multiple heißt dann Faktor 10 oder höher. Ne? Ja, heißt, aber ich meine wirklich hohes zweistelliges Multiple. Also kann auch passieren, ne? Das ehrlich gesagt weiß man das vorher nicht. Man sieht es, man merkt es aber an den Gründern. Und ich glaube, der Gründer-Spirit, der Geist der Gründer ist, glaube ich, das A und O, worauf man gerade bei seiner Due Diligence auch besonders achten sollte. Ja, aber das ist ja auch wieder so bisschen dann wie an der Börse, da ist es ja tatsächlich auch eine ziemliche Pareto-Verteilung. Ja. Das heißt, 4%, also der Gerd Komm hat das mal publiziert, dass im Schnitt 4% der notierten Unternehmen sind die eigentlichen Kurstreiber, die dann im Prinzip so einen Index nach oben ziehen und mehr als jetzt eine reale Nullrendite liefern. Das heißt, auch hier kommt es dann eben so ein Stück weit auf die Mischung an, wenn man sich nicht überlegene Fähigkeiten zutraut, hier
das, was man an der Börse Stockpicking nennt, zu betreiben, also gezielt was rauszusuchen. Damit bin ich ja schon so ein bisschen beim nächsten Punkt, nämlich bringt es eigentlich für so einen Privatanleger wie jetzt mich etwas, mich wirklich in diese Projekte zu vertiefen? Also jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt ein Produkt von diesem Unternehmen toll finde oder nochmal genau gucken möchte, Mensch, was machen die da und was erfinden die da für tolle Sachen und mit wem arbeiten die zusammen, sondern rein nüchtern als Investor wie das ganze Zahlenwerk nochmal zu Gemüte zu führen und quasi eure Vorselektion nochmal eine hinten dran zu stellen, durch mich beispielsweise. Würde ich auf jeden Fall machen, denn die Zahlen sind ein sehr, sehr wichtiger Indikator und eine Bank beispielsweise würde bei einer bilanziellen Überschuldung gar nicht mehr investieren. Bei uns ist es ein Unternehmen, ein Startup, was frisch gegründet ist und was ein Darlehen aufnimmt, ist sofort bilanziell überschuldet. Das heißt, für uns ist die reine bilanzielle Überschuldung kein Indikator, ob das Unternehmen gut performt oder nicht. Für manchen Investor ist es aber ein No-Go, ne? Es ist ein Ausschlusskriterium und so zieht sich das halt wie ein roter Faden durch verschiedene Elemente, was wir kommunizieren und die Bilanz ist das eine, ne? Der Jahresabschluss oder vor allen Dingen die Jahresabschlüsse der Vergangenheit, die sind auch wichtig. Wie haben sich die Zahlen entwickelt? Sind die eher stagnierend? Wir haben auch Bewerbungen schon gehabt, wo das Geschäftsmodell alles super ist, wo aber die Umsatzzahlen einfach kontinuierlich seit 3 Jahren rückwärts gehen. Und sowas sollte man sich schon angucken, weil wir am Ende klar, wir treffen eine Vorauswahl, aber wir sind nicht der Entscheider, in welche Richtung das gehen soll. Ne? Also du kannst im letzten Jahr ein schlechtes Jahr gehabt haben und in diesem Jahr, dank Corona, geht es auf einmal richtig nach vorne. Ne? Das wissen wir nicht, das weiß der Unternehmer auch nicht. Das muss der Investor immer selber entscheiden. Und wir merken das, manche Kampagnen laufen einfach richtig gut und manche Kampagnen laufen einfach so ein bisschen verhalten. Und das ist dann auch wieder eigentlich ein Signal, ein Zeichen, dass irgendwo was dem Investor oder den Investoren nicht schmeckt. Mhm. Ja, gut. Aber das ist genau der Punkt. Wir machen alles transparent und wir wollen zu viele. Und deswegen erschlägt es einen erstmal, glaube ich, wenn man frisch auf unsere Plattform kommt, weil einfach es so viele Informationen gibt, aber wir wollen eben diese Informationen bereitstellen. Nicht, dass wir am Ende uns vorgeworfen wird, dass wir es zurückgehalten haben, weil das ist ein großer Vorwurf und das wollen wir nicht. Und B, dass man wirklich sich reinsteigen oder rein vertiefen kann, so tief wie man möchte. Und es ist wie an der Börse. Ne? Manche sagen, okay, ich kaufe die Tesla-Aktie blind, weil Elon Musk vorne steht. Andere sagen halt, ich will erstmal die Quartalszahlen der letzten 3 Quartale sehen. Ja. Oder bei negativem Eigenkapital fällt mir ein, ist ja auch nicht auf Startups begrenzt. Zum Beispiel Philip Morris hat auch ein negatives Eigenkapital. Ist einer der größten Tabakkonzerne der Welt. Und zwar nicht unerheblich. Ne? Ich glaube, die haben im Prinzip Unterdeckung von 20%. Ne? Ja, aber damit gibt es kein Bankdarlehen. Ne? Das sind alle Banken zu. Sofort. Brauchen die aber natürlich auch nicht. Die haben natürlich einen sehr hohen Cashflow, sonst würde das natürlich nicht funktionieren, ganz klar. Ne? Aber das nur so mal als kleine Anekdote nebenbei. da muss ich sagen, ich beherzige deinen Tipp nicht. Ich habe einfach auch aufgrund genau dieser Studie von der Uni gesagt, und weil ich ein sehr fauler Mensch bin, was sowas angeht, einfach gesagt, dann mache ich es genau, wie es in der Studie unterstellt wurde. Ich kaufe im Prinzip erstmal alles, was auf die Plattform kommt und baue mir somit ja automatisch ein Portfolio auf. Man muss ja auch dazu sagen, das hat man noch gar nicht erwähnt, dass ihr jetzt auch nicht branchenmäßig oder so irgendwie fokussiert seid, sondern da ist ja wirklich von B2C wie auch B2B, hast du ja auch selber gesagt, alles dabei von Herren Taschen bis hin zu hier Fluggeräten Bereich der Nahrungsergänzung und im Arzneibereich ist ja wirklich ein ganz ganz breites Spektrum an Sachen an Unternehmen an Produkten die da auf der Plattform ist. Also das heißt, wenn man da im Prinzip, ich sage jetzt einfach mal, jedes neue Projekt mitnimmt, dann ist man ja nach einer Weile, also so sehe ich es jedenfalls momentan, ja schon sehr breit diversifiziert. Ne? Auf jeden Fall. Also zumindest in der Branche ist man breit diversifiziert. Man muss natürlich auch schauen, wie viel Kapital man in eine Kampagne investiert. Und wir sehen das sehr unterschiedlich. Also man kann ja ab 250 Euro bis zu 25.000 Euro in eine Kampagne investieren. Und ich würde, wenn jemand jetzt 1.000 Euro anlegen möchte, würde ich natürlich
auf jeden Fall 4 Projekte empfehlen oder bei 10.000 eben dann die 40. Aber die das, ich glaube, je mehr, und ich habe auch schon Kapital verloren, ne? Also das ist, ich habe auch schon in ein Unternehmen investiert, die dann insolvent gegangen sind. Und ich glaube, mit der ersten Insolvenz denkt man ein bisschen mehr drüber nach. Und ich glaube, gerade auch wenn man höhere Tickets investiert, macht man sich stärkere, macht man sich selber einfach eine stärkere Due Diligence. Aber es gibt auch Investoren, und das sehen wir ja auch, wir können das natürlich analysieren, die einfach auf das Video gehen und sagen, okay, die Gründer sind sympathisch, ich schiebe da ein Tausender rein. Ja. Ja, gibt es auch. Und am Ende ist das auch ein Teil unserer Geschichte, ne? Dass man jungen Gründern, die wirklich Drive haben, die wirklich was erreichen wollen, und die einfach das Cash nicht haben, dass man denen halt auch weiterhilft, dass man denen auch sozusagen das ermöglicht, ihre Idee, ihren Traum am Ende vielleicht sogar zu verwirklichen. Also das, was dann auch in der Fernsehsendung immer gesagt wird, das ist auch durchaus repräsentativ. Man investiert nicht nur in ein Produkt oder in eine Organisation, sondern tatsächlich mindestens genauso stark in Personen. Ja, weil ich habe schon verschiedene Sachen gesehen. Ich habe schon Unternehmen gesehen, die sind nach der ersten Welle gleich irgendwie umgekippt. Aber ich habe auch welche gesehen, die einfach ein Pivot nach dem anderen gemacht haben. Und dann am Ende hat man wirklich sein Geschäftsmodell gefunden nach irgendwie anderthalb Jahren, wo man verschiedene Sachen ausprobiert hat. Und das ist das ist eine Typenfrage meines Erachtens. Das ist, gibt man gleich auf oder hat man vielleicht auch einen finanziell sicheren Background, dann wird man bei der ersten unbequemen Sache das Handtuch werfen. Und dann gibt es aber wirklich andere, die fast ins Grab gehen mit ihrem Unternehmen. Ne? Ja, ohne Zweifel. Das stimmt. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe im Mai 2019 nach unserem letzten Gespräch ja begonnen und jedes Projekt erstmal mitgenommen, um eben auf überhaupt eine kritische Masse zu kommen. Ja. Gibt es denn dazu eine Untersuchung, wie viele Projekte so ein Anleger im Portfolio haben sollte, um da eine vernünftige Streuung hinzubekommen? Wir haben es noch nicht umgesetzt, aber wir haben schon mal überlegt, ob wir eine Art Fonds aufbauen, so eine Art, ich nenne es mal Sparbuch für Investments, weil am Ende 5 oder 23.000 Euro waren jetzt das Investment für das Portfolio, was wir analysiert haben. Es hat auch nicht jeder, möchte auch nicht jeder in Startups investieren. Vielleicht kann man das auch mit geringeren Summen machen. Und der Hintergrund ist, für diese Analyse des Fonds haben wir uns mal damit auseinandergesetzt, wie viele es brauchen. Wir haben gesagt, man muss auf jeden Fall die Betrachtung von 2 bis 3 Jahren sollte man auf jeden Fall zusammenziehen. Das heißt, nur ein Jahr zu betrachten ist schwierig. Ja. Aber ich sag mal, mehr als nach 3 Jahren hat man irgendwie diesen Rhythmus, dass es dann wieder, dass es sich eigentlich etablieren sollte. Aber wir haben auch, das ist verrückt, wir haben Zeiten, das kann man bei uns ja alles sehr transparent sehen auf der Plattform. Wir haben jedes Unternehmen noch online quasi. Man kann sich alle alten Fundings nochmal anschauen. Und es gab wirklich Zeiten, wo irgendwie 6, 7 Unternehmen nacheinander in der Insolvenz sind. Und dann gab es halt wirklich auch Zeiten, wo halt irgendwie 2, 3 Geschäftsmodelle nacheinander eingeschlagen haben. Ne? Und das kann man wie beim Roulette, ne? Also da hat man eben auch nicht immer schwarz-rot, 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 dann kommt man eben auch mal eine Serie, ne? Ja, leider möchte der Investor das nicht, dass man das kommuniziert, aber wir haben einen Investor, der ist Millionär geworden über Crowdinvestings, und wir haben aber auch einen Investor, der in irgendwie 50 Projekte investiert hat und 50 Insolvenzen, nicht 50, aber wo 50 Unternehmen quasi nicht gut laufen und der keinen dieser Exits getroffen hat. Das gibt es auch, ne? Also Cherry-Picking, ja. Das, was du, oder Stockpicking, was du vorhin gesagt hast, kann gut sein, aber man kann auch genau daneben greifen. Ne? Das ist immer. Ich glaube, ich werde bei meiner Methode bleiben. Dann habe ich auf jeden Fall, dann habe ich quasi den Heuhaufen mit der Nadel drin. Ja, das ist nämlich genau das, was man braucht. Ne? Ja, genau. Und also mein persönliches Ziel, ich orientiere mich da auch so, also zu P2P gibt es ja ein bisschen Statistiken, weil es da natürlich auch in Amerika das Konzept schon wesentlich älter ist, wo dann auch gesagt wird, naja, so die Untergrenze sollten 100 Projekte bzw. Kredite sein, und das ist auch so meine Marschrichtung, dass ich sage, naja, also wenn ich so ein Portfolio habe ab 100, dann bin ich da wirklich gut durchdiversifiziert, dann werde ich die Nieten, die ich habe, werde ich kompensieren können und habe dann auch noch die entsprechenden Gewinnwahrscheinlichkeiten. Das ist natürlich aber bei einem Faktor, nämlich Zeit. Wenn ich jetzt sehe, 1,5 Jahre und ich bin auf 20 Beteiligungen gekommen,
Dann nochmal 5, dann wären das ja 7,5 Jahre, bis ich da meine Zielgröße habe. Mhm. Das ist natürlich auch gesagt, der Auswahlprozess, das dauert und klar, aber ja, gibt es denn eine Möglichkeit, außer natürlich jetzt die Beträge aufzustocken, aber dann komme ich ja auch nicht an mehr Projekte, die Projektintensität etwas zu erhöhen? Also das ist natürlich auch eine Sache, die mich als Unternehmer, am Ende bin ich ja auch ein Unternehmer, irgendwo beschäftigt, wie kann man das machen? Und da ist halt, sehen wir mehrere Wege, allerdings sind die alle unserer Meinung nach nicht begehbar, so nenne ich es mal. Und zwar kann man natürlich den Filter einfach ein bisschen weiter öffnen, dass man einfach mehr durchlässt, was aber am Ende uns später wieder auf die Füße fällt. Das heißt, das wollen wir nicht machen. Wir sind in Deutschland hauptsächlich jetzt unterwegs. Man könnte das noch auf andere Länder ausweiten. Momentan ist unsere Plattform aber auch bloß auf den deutschen Markt ausgelegt. Im nächsten Jahr wird es eine europaweite Vereinheitlichung geben. Das heißt, da ist das natürlich denkbar, dass man ausländische Projekte auch mit auf die Plattform bringt. Da hat man wieder keine Kompetenz mehr drin, so richtig. Ne? Das ist ja doch was anderes, als so ein, sagen wir mal, französisches Unternehmen zu analysieren, ja, als jetzt ein deutsches. Ne? Genau. Das ist halt, da muss man sehen, dass man das mit Dienstleistern natürlich macht. Auch wir arbeiten momentan, wir sind 20 Leute, wir haben nicht alles in-house. Wir arbeiten auch mit Dienstleistern natürlich zusammen, auch gerade in der Auswahl, in der Vorauswahl. Aber ich kann dir es nicht versprechen, aber wir versuchen mehr und mehr im Dealflow zu bekommen und uns natürlich auch bekannter zu machen. Also dass man natürlich auch von den 1.000 Bewerbungen, die wir kriegen, vielleicht 1.500 bekommen. Und dann sind es halt irgendwie nicht nur 20 Unternehmen, welche pro Jahr auf die Plattform kommen, sondern dann 30. Ja. Aber wir können, ich kann es nicht, oder andersrum gesagt, es gibt bei uns auch Momente, wir hatten auch schon einfach Wochen, wo wir kein Unternehmen mehr auf der Plattform hatten. Und das ist natürlich doof für unser Kommunikationsteam, weil die nicht zu kommunizieren haben. Aber am Ende ist es doch eigentlich das, was wir wollen, dass die Unternehmen, die bei uns eine Finanzierung machen, schnell durchfinanziert sind, schnell wieder von der Plattform runter sind. Und das hat ja auch was Positives. Aber für neuen Investoren ist es natürlich immer blöd, weil die natürlich draufkommen auf die Seite und sagen, was ist denn hier los, ist nichts. Ja. Gut, aber ich finde es ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man das weiß und dann sagt man, okay, dann ist diese Art des Investierens eben Marathon und nicht wie an der Börse, weiß ich nicht, ich packe 20.000 Euro auf mein Depot und habe das in 5 Sekunden investiert, ne, wenn ich das möchte. Ja, kann man ja durchaus so mit diesem langfristigen Ansatz und wie du auch selber gesagt hast, das braucht ja alles auch zum Reifen, die gut laufenden Unternehmen, dann ist das sowieso also zumindest mal mittelfristiger Ansatz, nichts für kurzfristig. Und ja, vor dem Hintergrund, wer sich eben dafür entscheidet, der geht dann eben Marathon oder einen Halbmarathon halt. Genau. Momentan ist es wohl eher mittel- bis langfristig, wie du sagst. Wir versuchen jetzt auch mit dieser Novelle, der Gesetzesnovelle, die es im nächsten Jahr gibt, auch eine Art Marktplatz zu etablieren. Das heißt, momentan hast du 5 Jahre dein Investment, kannst dich frühestens danach von diesem Investment trennen. Und wir wollen irgendwo versuchen, dann eine Art Handelsplattform anzubieten. Das heißt, dass man auch sich vorher trennen kann, beziehungsweise in deinem Wege dann vielleicht auch in Unternehmen investieren kann, die es zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast zu investieren, noch gar nicht gab. Genau. Das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, weil da gehen ja auch ganz viele P2P-Plattformen beispielsweise dazu über, dass sie so einen Zweitmarkt etablieren. Und das ist natürlich eine feine Sache, weil dann eben neue Investoren dann sofort natürlich ihr Portfolio aufstocken können. Genau. Ja, und ich natürlich viel, viel liquider bin, also wenn ich dann zumindest so eine kleine interne Börse habe. Also das ist in Planung. Ja. Wir haben Frage jetzt nicht nach einem Realisierungsdatum. Nee, keine Sorge. Das hängt auch nicht an uns. Es hat vor allen Dingen, das kann ich ja ganz kurz sagen, hat vor allen Dingen die Reporting-Pflichten, das hat damit zu tun, weil du als Investor hast natürlich ganz andere Insights zu dem Unternehmen als ich, wenn ich das von dir kaufen möchte. Und da gibt es rein rechtlich noch ein paar Sachen, was zu klären gibt. Aber mit dieser Gesetzesnovelle, mit der europaweiten Vereinigung oder Vereinheitlichung, muss man ja sagen, im nächsten Jahr, wird das möglich sein. Gut. Hat sich eigentlich so im Laufe der Zeit etwas geändert an der Geschwindigkeit, wie schnell so ein Funding gezeichnet ist? Boah, das ist ja relativ fix. Also jetzt, ich glaube, das Letzte, was du jetzt auch gesagt hast, ist dieser Magnettechnologie.
Hersteller. Der ist jetzt, glaube ich, sogar überzeichnet mittlerweile. Genau. Zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen. Hat sich denn da in der Geschwindigkeit was geändert? War das früher zäher und jetzt schneller? Oder gibt es da irgendwelche Zusammenhänge, die man da erkennen kann? Also wir haben zwei Sachen festgestellt. Zum einen wird das durchschnittlich finanzierte Volumen immer höher. Das hat aber auch damit zu tun, dass unsere Crowd einfach auch wächst. Und das ist auch so ein Punkt, wenn wir, ich sage es mal, wenn wir jetzt nur Schrott auf der Plattform hätten und du jetzt investieren würdest und dann würdest du irgendwo in 2-3 Jahren feststellen, dass die Insolvenzen kommen, dann bist du in 2-3 Jahren nicht mehr da. Wir haben aber immer noch Investoren, die wirklich kontinuierlich und regelmäßig investieren und das ist für uns eigentlich ein sehr guter Indikator, dass wir vieles richtig machen. Jetzt haben wir das Thema mit dem, wie soll ich das sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren, das Funding, Geschwindigkeit. Genau, also das ist das eine, die Funding-Geschwindigkeit nimmt zu, aber das, was ich sagen wollte, ist, die Unternehmer sehen das natürlich und wollen natürlich auch immer mehr Geld haben. Das heißt, die ersten Kampagnen, die wir finanziert haben, die da ging es um 50.000, 100.000 Euro. Mittlerweile haben wir im Schnitt knapp über 500.000 Euro. Das heißt, auch das Geld, die Volumina pro Runde werden höher. Manchmal muss man aber auch den Gründern so ein bisschen Einhalt zeigen, weil die fragen natürlich als allererstes, wie viel Kapital können wir bekommen? Wo wir halt als unsere Standardantwort ist, wie viel braucht ihr denn erstmal? Ne? Also wir können theoretisch jeden Kapitalbedarf decken. Ab 2 Millionen wird es irgendwo dann schon ein bisschen komplexer. Auch rechtlich komplexer. Ja, klar. Aber es steigt. Es steht steigend. Steigend ja. Und auch Geschwindigkeit. Ist natürlich auch ein Faktor, wahrscheinlich mangelnde Alternativen. Ne? Genau, also mehr Alternativen und vor allen Dingen auch ein Faktor des, was es für ein Unternehmen ist. Das heißt, eine Firma wie beispielsweise Veganz, die wir im letzten Jahr mit 2,8 Millionen insgesamt finanziert haben, die bringt natürlich, die haben alleine schon 300.000 Facebook-Nutzer. Wenn die da einmal eine Kampagne rausspielen, kommt dann natürlich allein dadurch schon relativ viel Funding-Volumen zusammen. Ja. Und andererseits sind es halt Unternehmen, die, wir merken das gerade, wenn man bloß ein knappes Finanzierungskapital sucht, das heißt 200.000, 300.000 Euro, dann sind die schon relativ schnell ausfinanziert. Also meist so innerhalb von 1-2 Wochen. Mhm. Habt ihr jetzt eigentlich mal in letzter Zeit ein Projekt auf der Plattform gehabt, was ihr nicht finanziert bekommen habt? Wir finanzieren, also wenn man über alle Unternehmen draufschaut, dann bekommen wir 95% der Unternehmen finanziert. Mhm. Und wir haben, jetzt muss ich kurz überlegen, etwa im Durchschnitt 80% des gesuchten Kapitals wird auch realisiert. Das heißt, es gibt ja immer eine von bis bei Bandbreite. Ja. Ne? Das ist auch noch so. Unternehmen suchen erstmal eine Kapitalspritze und setzen erstmal das um, was für sie am meisten Hebel halt hat. Und dann am Ende gibt es halt noch ein paar Sachen, die ja halt trotzdem noch umgesetzt werden können. Und so hat man, wie jetzt beispielsweise bei dem WKIM-Fall, was du gerade sagtest, das aktuelle Funding zum Zeitpunkt der Aufnahme. Die haben halt den Kapitalbedarf von 500.000, 500.000 Euro und haben aber gesagt, okay, wir können trotzdem noch mehr Kapital verwenden. Wir können es in die Warenvorfinanzierung gehen, wir können es irgendwo in andere Geschäftsmodelle, nicht Geschäftsmodelle, in andere Bereiche geben. Und deshalb ist es jetzt offen, glaube ich, bis 700.000. Mhm. Überzeichnet sozusagen. Ja, ja. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Ja. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch immer die Frage, ne? Wenn man, ich sag mal, wenn das Unternehmen jetzt sagen würde, okay, wie viel können wir denn? 2 Millionen, wir nehmen 2 Millionen auf, dann muss das auch irgendwo wirtschaftlich zu verwerten sein, weil die Zinsen müssen ja trotzdem bezahlt werden. Korrekt. Zum Abschluss noch zwei Fragen, die wahrscheinlich aus Anlegersicht interessant sind, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es ja zuletzt dann doch mal die eine oder andere Pleite im P2P-Bereich gab. Stichwort Plattformrisiko. So wie ich das sehe, gibt es das ja bei euch nicht, weil ich ja den Beteiligungsvertrag direkt mit dem Unternehmen abschließe. Mhm. Und somit rein theoretisch, wenn es euch nicht gäbe, ich einen Titel habe gegen ein inländisches Unternehmen. Mhm.
Inländisch deswegen betone ich das, weil das natürlich besser durchsetzbar ist, als wenn ich jetzt ein georgisches Unternehmen hätte. Ja? Genau, also das wird es im nächsten Jahr, wie gesagt, mit dieser Vereinheitlichung auch europaweit geben. Das heißt, man hat europaweit versucht, die Regeln einfach da ähnlich zu machen. Sollte dann auch einfacher funktionieren. Aber in der Tat ist es so, wir haben bilaterale Verträge, das heißt Investor mit dem Unternehmen. Wenn es uns nicht mehr gäbe, würde das erstmal keine Rolle spielen. Man hat natürlich als, also du hast quasi trotzdem mit deinen 20 Investments dann den Hassel, weil du natürlich, du hast die Dinger nicht mehr, du musst dir die E-Mails raussuchen, du hast dieses ganze Investorenportal ist für dich ja nicht mehr da. Das heißt, de facto hast du trotzdem ein Problem. Ich habe das verfolgt. Es gab auch in Deutschland unter den Crowd-Investing-Plattformen ein, zwei Insolvenzen in der Vergangenheit. Ich kann sagen, dass wir break-even sind. Das heißt, wir finanzieren uns nicht mehr ausschließlich extern. Wir finanzieren uns durch unseren eigenen Cashflow. Und wir haben einen sehr starken Gesellschafterkreis. Das heißt, also wir sind nicht in der Situation, wo es uns irgendwo nicht gut geht. Auch Corona hat bei uns wenig Auswirkungen. Wir hatten zwischenzeitlich mal ein bisschen einen kleinen Dip an den an verhaltenen Investitionen. Aber wir sind über Vorjahresniveau. Das heißt, wir entwickeln uns eigentlich nur in eine Richtung, dass es aufwärts. Man muss natürlich unterscheiden, dass wir haben einen privaten Investor bei uns an Bord. Das muss man schon unterscheiden zu einem VC-Investor. Das heißt, es gibt andere Plattformen, die mit größeren Investments immer von sich die Rede machen. Dann heißt es mal 10 Millionen, mal 14 Millionen werden investiert. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, wenn das mal irgendwo nicht funktioniert, ist natürlich dort das Risiko ungleich höher, weil man natürlich viel mehr Personal aufbaut, weil man viel mehr Kosten, Fixkosten aufbaut. Und da kann das natürlich schneller, muss nicht, ne? Am Ende wird da auch wieder Geld nachgeschoben. Aber dort kann das natürlich schneller passieren. Ein Punkt noch, im nächsten Jahr mit dieser Gesetzesnovelle wird es aber dazu führen, dass Unternehmen eine Art, ja, ähnlich wie Banken, eine Art Sicherheitspuffer einfach hinterlegen müssen. Das heißt, da wird dann eine signifikante Summe einfach als Puffer hinterlegt, dass man da noch reagieren kann. Sollte es jetzt trotzdem fernab aller Wahrscheinlichkeiten passieren, dass wir die Plattform aufgeben müssen, aus welchen Gründen auch immer, kann man, das ist in unseren Verträgen so vorgesehen, die Investments auch zu anderen Meta-Plattformen mitnehmen. Das heißt, es gibt schon Plattformen, wo man seine Investments pflegen kann. Wir haben selber auch eine Plattform finanziert, Rentablo heißt die, wo man dann sozusagen... Ja, hast du auch ein bisschen. Ja, ja. Und da kann man quasi sein Investment, könnte man, wenn es dann hart auf hart kommt, mit hinziehen. Vegans übrigens habe ich auch im Portfolio, obwohl ich kein Vegetarier bin. Ja. Ich glaube, ich habe auch von denen noch nie was probiert. Ist aber ein Trend, der, glaube ich. Ja, ja. Ja, gut. nein, aber ich glaube, das Wichtige ist ja für den Anleger, dass eben seine Kapitalanlagen nicht mit in die Insolvenzmasse fallen und die dann quasi weg sind. Ne? Also genau, und das ist ja auch der Punkt, und das sieht man ja auch in den Verträgen, die man ja dann virtuell gegenzeichnet. Also auch da, man bekommt nichts nach Hause geschickt, das ist auch nochmal als Hinweis, ja, sondern virtuell zeichnet man dann, oder digital zeichnet man die Verträge, und den Vertrag schließt man ja dann mit dem finanzierenden Unternehmen und nicht mit euch. Ihr seid ja im Prinzip der Verwalter. Ne? Wir sind eigentlich mehr der Vermittler. Oder Vermittler, ja. Das heißt, das ist auch das, was rein rechtlich vom Gesetz, was wir sind. Und natürlich wissen wir, dass wir bestimmte Leistungen einfach mit zur Verfügung stellen müssen, weil es sonst für den Investor nicht... Nee, klar. Nicht also der Investor möchte es ja auch bequem haben. Ne? Also das weiß ich mir selber. Das ist auch Bequemlichkeit, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Oh, genau. Und das ist und wir haben in der Tat, wir haben Investoren, die drucken ihre Verträge aus und heften die halt alle fein säuberlich ab. Und wir haben aber andere Investoren, die sich einfach nur auf unser Portal irgendwo verlassen. Und das muss man da natürlich zur Verfügung stellen. Und es ist auch, die ganzen Daten sind nochmal in der Cloud gespeichert. Und gibt da, also diese Angst kann ich komplett nehmen. Ne? Aber falls das passieren sollte, was nicht passieren wird, aber falls es passieren sollte, gibt es auch Alternativen, wo man dann mitarbeiten kann. Gut. Und der zweite Punkt, das hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, Kosten. Soweit das sehe, beide Investitionsmöglichkeiten sind ja ohne Kosten, also irgendwelche Agios oder ähnliches oder Gebühren für den Anleger verbunden. Ne? Genau, das ist richtig. Das heißt, man investiert kostenlos, man kann sich kostenlos seinen Account machen. Man hat auch bei der Auszahlung keine Kosten. Das
Fairerweise muss man aber sagen, dass natürlich die Kampagne kostet Geld und das Geld wird am Ende vom Unternehmen bezahlt. Das sind aber meistens irgendwo so 5 bis, es kommt immer auf das Volumen drauf an, wie viel eingesammelt wird, sind aber so 5 bis 10%, was das Unternehmen an Kosten für die Kampagne sozusagen aufnehmen muss. Ja gut, aber das ist ja auch nachvollziehbar und letztendlich erbringt ja auch eine rechercheintensive Leistung. Es muss ein Video produziert werden, es muss, klar, die Zahlungsdienstleistung muss am Ende bezahlt werden. Es sind ein paar Sachen, die wirklich auch Kosten verursachen, aber für den Investor, das nochmal ganz deutlich, ist es kostenlos. Das heißt, das, was er investiert, hat er sozusagen auch in seinem Portfolio. Genau. Gut. Wenn wir jetzt vielleicht den ein oder anderen, der uns zuschaut oder zuhört, auf den Geschmack gebracht haben, was wären aus deiner Sicht dann die nächsten Schritte, wenn wir sagen, oh ja, klingt für mich interessant, natürlich die Seite von euch ansteuern, seedmatch.de. Ne? Wir werden auch nochmal alles hinterlegen hier in den Notizen zu dieser Folge beziehungsweise im dazugehörigen Blogbeitrag. Ja, und wie sollte der Interessent da potenziell weiter vorgehen? Also, also erstmal auf die Seite gehen natürlich, sich einen Account machen. Wie gesagt, das ist kostenlos und man kriegt dadurch einfach viel mehr Zugriffe auf die Kampagne. Das hat den Hintergrund, dass wir nicht alles offiziell oder nach außen hin öffentlich kommunizieren dürfen, sondern man braucht erstmal eine gewisse, da geht es um Jahresabschlüsse, da geht es aber auch um wirklich so Internas von dem Unternehmen. Dafür ist die Anmeldung erstmal wichtig und im Zuge der Anmeldung macht es sicherlich auch für Neueinsteiger in die Startup-Welt Sinn, sich bei der Academy anzumelden. Auch das ist kostenlos. Bei uns ist eigentlich bis auf das eigentliche Investment alles umsonst. Und diese Startup Academy hilft, glaube ich, den meisten bei dem ersten Einstieg. Und dann kann man schauen. Wir haben in diesem Jahr, das muss ich kurz überlegen, in diesem Jahr planen wir noch zwei neue Kampagnen auf Seedmatch. Und die DeepHype für nächstes Jahr ist auch schon gefüllt. Das heißt, man sollte sich dann einfach mal anschauen und ein gutes Gefühl für die Kampagne bekommen. Was wird kommuniziert? Wie wird es kommuniziert? Vielleicht 2, 3 anschauen und dann kann man eigentlich schon sein erstes Investment wagen. Ja, genau. Und die Einstiegshürde, gut, die ist mit 250 Euro jetzt nicht ganz niedrig, aber jetzt auch durchaus machbar. Ja. Genau. 250 Euro ist das Mindestinvestment. Wir wollen es nicht zu hoch und nicht zu niedrig machen und wir sehen andere Plattformen experimentieren mit 1 Euro, mit 1.000 Euro. Am Ende geht es mal hoch, mal runter. Wir fahren mit den 250 eigentlich am besten. Ja, wunderbar. Johannes, du warst der Erste, der jetzt zum zweiten Mal bei mir im Gespräch war. Das, wie eingangs erwähnt, freut mich natürlich besonders. Und ich habe auch nochmal aus dem Gespräch nochmal ganz viel mitgenommen. Ich hätte jetzt tatsächlich nochmal spontan Lust, nochmal zu investieren. Freue mich daher dann auf die folgenden Kampagnen. Ja, das hat nochmal Lust auf mehr gemacht. Und vielen Dank für das Gespräch, für die Information, für den wirklich tiefen Einblick. Und man merkt auch, denke ich, an dem Gespräch, dass er, also nicht nur an der Plattform, sondern auch an dem Gespräch, wie transparent ihr mit den ganzen Themen umgeht. Und das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung, um das entsprechende Anlegervertrauen aufzubauen. Ich freue mich auf viele weitere Jahre mit tollen Investments. Vielen Dank, Luis. Ich bedanke mich natürlich auch für die Chance, Seedmatch hier vorstellen zu dürfen. Eine Sache vielleicht noch am Ende. Wir haben auf unserer Seite auch die Möglichkeit, wir haben da einen Calendly-Eintrag hinterlegt. Einmal in der Woche stehe ich sozusagen für eine Stunde komplett Rede und Antwort. Wenn jemand Fragen zu Seedmatch hat, Fragen zum Bewerbungsprozess, Fragen zum Investitionsprozess und so weiter und so fort, dann kann er mich gerne sich dort einfach einen Termin drüber machen über dieses Formular. Und dann stehe ich sozusagen eine Stunde jeden Donnerstag zur freien Verfügung zum Telefonieren. Ja, wunderbar. Tolles Angebot. Also, wer noch nicht genug Informationen hat, spätestens bei dir. Kriegt sie dann. Kriegt er nochmal im Detail. In dem Sinne, würde mich freuen, wenn wir uns dann in 2 Jahren, wenn die nächste Studie rauskommt, und wenn kommt sicherlich auch noch die eine oder andere Änderung, dann nochmal hören, nochmal einfach eine Aktualisierung des Standes, vielleicht auch nochmal mögliche Neuerungen, Zweitmarkt, Anlagestrategien, da gibt es ja noch genug Themen, über die wir uns dann sicherlich austauschen können. Für heute war es das und ich wünsche allen Zuschauern und Zuhörern eine ertragreiche Adventszeit und einen schönen Jahresausklang. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.